Moin Moin, hier ein neues Video über die Autobahn A44, das war die Anschlussstelle Wommen, das heißt, wo die A44 auf die A4 treffen wird. Die Brücke, die ist soweit schon fertig über die A4, aber Auf- und Abfahrten, da hat sich weiter noch nichts getan. Auch hier im Vordergrund ist noch nicht viel zu sehen. Hier im Hintergrund ist noch ein alter Steinbruch. So, und jetzt fliegen wir über die Brücke. Und im hinteren Bereich, nach dem Wäldchen, da sieht man den Trassenverlauf der neuen Autobahn. Das geht bis oben an, in den Wald rein, wo der neue Tunnel Alberberg entstehen wird. So, und hier ein Blick auf die Autobahn. Die ist ja auch erst seit der Wende wieder befahrbar. Das war früher, ist ja das DDR-Gebiet gewesen und da ging keine Autobahn durch. Wenn man von Hersfeld kommt, wollte weiter nach Eisenach, da musste man in Obersuhl abfahren. Hier sehen wir die Werra, wie sie sich dort entlang schlängelt. Und wie gesagt, da musste man in Obersuhl abfahren und dann noch über Riggelsdorf Richtung B400. So, und da ist man ja an Unhausen vorbeigefahren, an Breitsbach und ist dann bis an die Brücke Wommen. Und da gab's, oder da ist in den 80er Jahren im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs die Auf- und Abfahrt entstanden. Das heißt, man brauchte nachher nicht mehr durch Wommen und Herleshausen zu fahren, sondern man konnte dann da wieder auf die Autobahn fahren. Ja, und die Autobahn war ja im Krieg schon fertig. Da konnte man aber, dadurch, dass es der Thüringer Zipfel war, war die nicht passierbar. Und im Nachhinein, Grenzöffnung, da ist die wieder erneuert worden. Und auch die vorhandene Brücke bei Wommen wurde fertiggestellt. Und dann in dem Rahmen war dann eine durchgehende Autobahn. Hinten im letzten Bogen von der Brücke, da ist die Auffahrt zu sehen. Und weiter hinten war dann auch die Abfahrt von Eisenach her. Ja, das war damals schon eine imposante Erscheinung, die Brücke mit ihren Bögen, wo die im Kriege war, eine Seite fertig. Und die Baumaterialien lagen da verstreut in dem Wald für den zweiten Brückenteil. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Da ist sie eben nach der Grenzöffnung, da ist die fertiggestellt worden. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Kartenmaterial, dass man in etwa sieht, wo man überhaupt ist. Hier in der Nähe ist dann das Eisenach, Herleshausen, und da sieht man auch den Anschluss Wommen an der gestrichelten Linie. Hier ist Gerstungen, Sondra,